ich wach auf, heut weiß ich nicht, was ich tu.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde und Freundinnen vom Mut zum Mut. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser kleinen Modenschau, auch im Namen von Ute und Isabel Patel. Ich habe natürlich auch die Hutkönigin aus Lindenberg mitgebracht. Man ist immer Hutkönigin für 2 Jahre. Ja, ich möchte alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Jürgen Niemeyer. Ich werde Sie heute durch diese Modenschau begleiten. Aber das Ganze wäre natürlich auch nicht möglich ohne unsere Aussteller, die aus der ganzen Welt quasi anreisen hier in Neuburg. Und natürlich auch nicht möglich ohne die Damen und Herren, die charmanten Damen und Herren, die hier auf der Bühne die Hüte vorführen. Denn schließlich haben Hüte ja keine Beine. Ich kann Ihnen nur zurufen, haben Sie Mut zum Hut. Genießen Sie alles und genießen Sie vor allen Dingen diesen wunderschönen Herbsttag hier in Neuburg. Genießen Sie einfach die Modenschau mit ihren vielfältigen Möglichkeiten und einfach einen schönen Tag. Ich zeige Ihnen jetzt heute einen Zylinder von der Firma Diest. Er ist im Boxenstall erhältlich. Und ist auch eben ein Hut, den man zu ganz festlichen Anlässen tragen kann, aber auch einfach mal so, um ein bisschen sich hervorzuheben von der Masse. Thank you.
mal etwas erzählen aus dem Leben einer Hutkönigin. Wir haben dich ja nicht jeden Tag hier in Neuburg. Du bist aus Lindenberg angereist. Also natürlich ist es sehr, sehr interessant. Man hat viele schöne Termine. Ich durfte zum Beispiel in meiner ehemaligen Grundschule vorlesen. Und damals ist ja auch der Wunsch in mir so erweckt worden, dass ich Hutkönigin werden möchte. Hier ist ja sowieso bekanntlich das Hutparadies, kann man ja sagen. Ja, ich muss sagen, Neuburg leuchtet. Es ist unglaublich, welche Farben wir hier zu sehen bekommen bei dieser Hutmodenschau. Und ich finde es einfach toll, in welchem Glanz die Stadt in diesen Tagen erscheint. Und ich möchte Sie jetzt nochmal um einen Sonderapplaus bitten. Ute und Isabel Patel sind eben auch wieder gekommen. Herzlich willkommen nochmal und ein großer Applaus. Danke, danke. Danke, dass du es immer wieder möglich machst, diese großartige Hutschau zu haben und der Stadt so viel Glanz verleihst. Vielen Dank. Gibt uns Seligkeit, ging du das Leben so flott wie heut.
La 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 la. Alle zusammen und tralala. Wunderbar. Was viel mehr Spaß macht, ist eine Fantasy-Dame mit Hut oder Blumen. So darum sind wir hier. Genießen von alles, was man sieht. Blumen, Blüten, Hüter und Männer. Hallo, kleines Fräulein. Oh, klein. Haben Sie heute Zeit? Oh, Zeit. Mit mir auszugehen. Ah. Nur zum Zeitvertreib. Zeitvertreib. Wir gehen über Felder, schleichen durch den Wald. Wirklich? Keiner wird uns sehen, weder jung noch alt. Au, wow. Wenn es dann schon dunkel, Stern uns lacht, aha, werde ich dich küssen. Oh, wow. Halt dich fest im Sack. Oh Gott! Dann sind wir so selig. Fräulein, ja, ich lieb dich, du bist süß. Oh, danke schön. Jahre bemühe ich mich, die Frauen schön zu kleiden. Und jetzt so endlich habe ich das Gefühl, wenn ich so rumgucke, es ist mir gelungen, obwohl ich hier heute nicht so viele Hüte sehe, aber ich glaube, die meisten haben trotzdem ein. Dieses bildschöne Ehepaar, sie ist eine Ärztin und ich kann mir vorstellen, dass er jedes Mal zittert, wenn Herren in die Praxis kommen. Holland. Und Beb macht Fantasy-Hüte. Sie steht in der dritten Etage mit einem Stand. Und so wie sie heute gekleidet ist, ist sie täglich gekleidet. Sie ist zum Fressen.
Fahrradhelme. Du hast mein ganzes Leben geprägt.